Hallo! Ja, habt ihr den Titel gelesen? Was macht es mit dir, wenn jemand zu dir sagt, dir geht's nur ums Geld? Ich finde es so einen genialen Trigger. Und hallo, hast du den Titel gelesen? Es hat so viel eröffnet für mich, als ich drüber nachgedacht habe, was heißt es für mich, wenn jemand zu mir sagt, dir geht's nur ums Geld? Das hört man oft oder man denkt es sogar selbst, dir geht's nur ums Geld. Hallo, guten Morgen, Veronika. Das ist fast schon ein Schimpfwort, oder? Wenn ich zu dir sage, du machst mir ein Angebot oder du erzählst mir irgendwas und mein Ding ist einfach, hey, nee, dir geht's ja nur ums Geld. Was verbinden wir damit? Hallo, Myribeth. Also in erster Linie, wenn ich zu dir sage, dir geht's ja nur ums Geld, dann ist es mal hundertprozentig unser Thema. Hallo. Es ist mein Thema, dann ist Geld mein Thema. Wenn ich dir sage, dir geht's ja nur ums Geld, dann kann ich das auch gleich übersetzen und sagen, mir geht's ja nur ums Geld. Und wenn dich das triggert und wenn es was mit dir macht, wenn du von mir hören würdest, dir geht's ja nur ums Geld, dann ist es auch dein Thema. Dann kannst du gleich den Satz umformulieren und kannst sagen, mir geht's ja nur ums Geld. Okay, kann man ja annehmen, oder? Mir geht's ja nur ums Geld. Wenn ich das jetzt mal so aufgedröselt habe, wenn ich weiß, mir geht's ja nur ums Geld, dann weiß ich, dass ich ein Geldthema habe. Dass ich tatsächlich Bewertungen, Überzeugungen, das triggert mich auch, gell? Kommt eine zu dir, du machst ein grandioses Angebot, erlaubst dir dafür entsprechend Geld zu verlangen und dann kommt das Kommentar, dir geht's ja nur ums Geld. Ja? Und das Problem ist wirklich, mir geht's ja nur ums Geld. Wenn ich zu dir sage, dir geht's ja nur ums Geld, dann geht's mir nur ums Geld. So, genau. Das haben wir jetzt mal klar. Und um was geht's mir bei Geld? wenn mich das triggert, wenn mir das schlechte Gefühle macht, mir geht's ja nur ums Geld, dir geht's ja nur ums Geld, wenn mir das schlechte Gefühle macht, dann habe ich da eine Vorstellung, dass es schlecht ist, wenn es mir nur ums Geld geht. Und vor allem nur ums Geld geht. Das ist ja auch so eine Formulierung. Es geht dir nur ums Geld. Aber wenn es mir nur ums Geld geht, geht es mir eben nicht nur ums Geld. Sondern wenn es mir nur ums Geld geht, dann geht es mir darum, was ich über Geld denke. Wenn es mir nur ums Geld geht, dann geht es mir darum, was Geld mit mir macht, was Geld für mich bedeutet, was ich Geld für eine Macht gebe und wie ich Geld beurteile und betrachte. Dann geht es mir nur ums Geld. Dann habe ich ein Thema mit Geld. Dann geht es wirklich nur ums Geld. Und dann, solange es mir nur ums Geld geht, muss ich dieses Thema klar kriegen. Dann muss ich das bereinigen. Dann muss ich okay sein mit Geld. Dann, ich will ja Geld. Ich meine, es gibt keinen Menschen, der sagt, ja, ich will kein Geld. Obwohl, gestern habe ich einen getroffen, der hat mir erzählt, er will eigentlich gar kein Geld. Er möchte es so haben, dass er keine Kosten hat. Weil wenn er keine Kosten hat, dann braucht er kein Geld. Ist auch ein Ansatz, ja. Da will ich jetzt gerade nicht drauf eingehen, habe ich auch eine Menge dazu zu sagen, zu diesem Ansatz. Aber bleiben wir mal dabei, mir geht es ja nur ums Geld. Also, nur ums Geld geht es nie. Es geht sogar nie ums Geld. Sondern es geht immer nur darum, was du mit Geld verbindest, was Geld mit dir macht, was Geld für dich bedeutet. Und es ist so wichtig, dass man darüber nachdenkt und dass man da schaut, was bedeutet Geld für mich. Also für mich zum Beispiel bedeutet Geld Freiheit. Und es bedeutet für mich tatsächlich, Investitionen zu machen in Dinge, die mir gefallen. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn ich Investitionen mache in Dinge, die mir gefallen, dann sind da gleichzeitig Menschen dabei auch wieder oder beteiligt, die von mir Geld kriegen, weil sie Sachen tun, die mir gefallen.
Und sie tun meistens dann auch Sachen, die ihnen gefallen. Und wer das nicht tut, das ist auch seine Eigenverantwortung, wenn er Dinge tut für Geld, die ihm nicht gefallen. Hat jeder die Wahl. Glaubt man zwar nicht so oft im ersten Blick, dass man die Wahl hat und jeder Dinge tun kann, die ihm gefallen für Geld, aber die Wahrheit ist, wir haben alle immer die Wahl. So, und wenn ich das rausgefunden habe, was das heißt für mich, Geld, und wenn ich dann merke, das heißt für mich wirklich böse, gemeine, manipulative, schlimme, unterdrückende, ausbeuterische Geschichten, sage ich jetzt mal, dann darf ich das verändern, weil das stimmt ja so nicht. Mit Geld bedeutet doch Freiheit. Gerade wie ich es jetzt auch gesagt habe, Geld bedeutet Wert, Wertigkeit. Geld bedeutet Wert, Schönheit. Schönheit von den Dingen, die du für Geld gibst und Schönheit und Wert von den Dingen, die du für Geld empfängst. Das ist etwas ganz Schönes. Es ist Wert, Schönheit, Liebe. Das sind tolle Sachen, die man für Geld austauschen kann. Dass es viele nicht tun, solche Dinge für Geld auszutauschen, weil es ihnen, sage ich mal, ohne Ethik, ohne Skrupel, nur darum geht, Schotter zu machen und Schotter zu haben, das sei dahingestellt. Aber das muss dich ja nicht betreffen. Diese Menschen, diese Denkhaltung, die muss dich nicht betreffen. Du kannst deine eigene Denkhaltung in Bezug von Geld einfach entscheiden in Bezug zu Geld. Du entscheidest, was Geld für dich ist. Und dann kannst du eben auch sagen, ich liebe Geld, ich finde es so geil, weil mit Geld ermögliche ich Menschen schöne Dinge, Freiheit. Ich ermögliche die Welt zu einem schönen, strahlenden Ort zu machen. Und wenn du das weißt, dass du diesen Beitrag lieferst, dann verdammt nochmal erlaube dir, Geld zu empfangen. Und erlaube dir, Geld zu lieben, erlaube dir, Geld zu wollen und erlaube dir, ein Lächeln zu haben, wenn einer sagt, dir geht's ja nur ums Geld. Und du einfach nur hörst, dir geht's ja nur darum, dass du frei bist und anderen Freiheit ermöglichst. Übersetz diesen Satz so für dich. Dir geht's ja nur ums Geld. Heißt, dir geht's ja nur darum, frei zu sein und anderen auch Freiheit zu ermöglichen. Wow! Wenn das Geld ist, und das ist Geld, ja, das ist die Wahrheit von Geld. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen und das ist so wichtig, dass wir wirklich auch über Geld sprechen und nicht uns an dieses komische Sprichwort halten, über Geld spricht man nicht. Über Geld spricht man, weil Geld ist weder dreckig, noch ist es eine Hure, noch ist es sonst irgendetwas, was zu verachten ist. Wobei, nehme ich gleich wieder zurück, ich finde auch, Prostitution ist nicht zu verachten. Nichts ist zu verachten. Wir haben kein Recht, irgendetwas zu verachten und zu beurteilen. Und wenn wir da rausgehen und auch überhaupt, sage ich mal, Dinge nicht mehr beurteilen, wo wir nicht dahinter stehen, wofür Menschen Geld empfangen und wofür Menschen auch Geld bekommen, das geht uns nichts an, wenn es uns nicht gefällt. Das ist, muss nicht unsere Welt sein. Wir machen unsere Welt. Du machst deine Welt, wie sie dir gefällt. Und wenn in deiner Welt Geld Liebe ist, dann ist Geld Liebe. Ja, und auch solche Sachen. Weißt du, Geld verschenkt man nicht. Warum nicht? Ja, warum nicht? Zum Geburtstag habe ich von meiner Schwiegermutter Geld bekommen. Von ganzem großen Herzen hat sie es wunderschön verpackt in ein Schatüllchen, hat sie es reingetan. Und ich weiß, dass sie selber nicht viel Geld hat. Aber dieses Herzensliebesgeschenk von ihr anzunehmen, ist doch egal, wie groß der Schein da drin ist, wie viele Nullen da dran sind, das ist völlig wurscht, das ist Liebe. Sie hat mir Liebe geschenkt. Und
wenn ich da irgendwie, kann ich alles kaputt machen. Ich kann alles, was mit Geld zusammenhängt, kaputt machen. Aber ich kann auch alles, was mit Geld zusammenhängt, in Liebe verwandeln. Und dann möchte ich Liebe haben und dann möchte ich Liebe geben. Und das ist die Natur des Menschen. Und erst wenn du erkennen kannst, dass Geld ein Liebesdienst ist, dann möchte Geld bei dir sein, dann möchtest du Geld empfangen, dann möchtest du Geld geben, dann möchtest du Geld ausgeben. Und dann bewertest du nicht Geld anhand der Nullen, die da dran sind, sondern du bewertest das Geld anhand der Energie, die da dran ist. Und je schöner die Dinge sind, je liebevoller gemacht die Dinge sind, je einzigartiger die Dinge sind, desto mehr Energie tragen sie. Und desto mehr Nullen darf auch dieses Geld dran haben. Und wenn du damit okay kommst, verspreche ich dir, dass deine finanzielle Situation mehr und mehr besser wird, weil du herausgefunden hast, dass Geld nichts Übles ist, weil du weißt, dass du ein göttliches Wesen, ein Magnet für göttliche Liebe, somit auch für göttliches Geld bist. Und genau diese Gedanken, dieser Hintergrund ist auch der Hintergrund, warum ich dieses Divine Money Programm gemacht habe. Weil das die Wahrheit über Geld ist. Und alles andere, was von diesen Menschen hier weitergetragen wird an Einstellungen und Überzeugungen in Bezug auf Geld, ist so unfrei, ist so einengend und ist so mehr verwindernd. Die Menschen meinen, sie müssen sich unter ihrem Wert verkaufen, damit sie ethisch sind, weil Geld ja schlecht ist. Und je mehr ich Geld verweigere, desto toller bin ich. Aber das stimmt nicht. Das ist falsch. Du bist so oder so fantastisch. Alles, was du jemals sein wirst, ist fantastisch, wenn du es mit offenem Herzen und in voller Liebe tust, in voller Hingabe, auch wenn es andere Leute für richtig oder falsch beurteilen. Aber wenn du es von Herzen tust, dann ist es richtig und dann darfst du von Herzen empfangen. Und zwar auch Geld. So. Das war eigentlich mal so das Wichtigste. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Weil wir sind ja so fest konditioniert, wir sehen es immer wieder im Außen, wir treffen immer wieder Leute, die uns sagen, dir geht es ja nur ums Geld. Wenn du irgendwie auch nur irgendwas über Geld redest, auch selbst wenn die Leute das nicht sagen, du hast immer das Gefühl, jeder denkt, dir geht es ja nur ums Geld, wenn du bemüht bist, Reichtum oder Vermögen für dich oder bemüht, erfreut, sage ich, nicht bemüht, das ist falsch. Wenn du erfreut bist an Geld, wenn du erfreut bist an Geld zu haben, an Geld zu geben, dass wir das in die göttliche Ordnung bringen. Das ist so wichtig, damit eben kein Schindluder mehr mit Geld gemacht wird, dass das Geld in die Hände derer Menschen kommt, die von Herzen und aus Liebe aus agieren. Die sollen doch das ganze Geld haben. Und das kriegen wir nur hin, wenn die Menschen, die von Herzen und aus Liebe agieren, dienen, handeln, tun, hier in die Welt Liebe bringen, wenn die lernen, bereit zu sein, Geld dafür anzunehmen. Nur so kriegen wir den Shift hin. Nur so kriegen wir das Geld aus der Hände sozusagen des Bösen, das ist ja auch nur eine Projektion, aber in die Hände der Herzensmenschen. Und das ist mir so ein Anliegen, dass die Herzensmenschen sich endlich Geld erlauben. Und zwar viel Geld, weil sie wunderbare Dinge mit viel Geld tun. Und das ist so, so wichtig. Und deswegen rede ich über Geld, weil es nicht schmutzig ist, sondern weil es die Wahrheit über Geld ist. Und wenn wir die Wahrheit über Geld kennen, dann können wir auch drüber sprechen, weil wir wissen, dass es was ganz Tolles ist. Und wenn du jetzt dieses Video irgendwo eingeschaltet hast oder wieder ausgeschaltet hast und wieder dahin kommst, dann versuche es anzuschauen. Versuche reinzuspüren, was es mit dir macht, wenn ich die ganze Zeit über Geld rede. Und ich rede nicht darüber, dass ich viel Geld habe, du viel Geld hast, ich wenig Geld habe, du wenig Geld hast. Ich rede über Geld. Weil Geld ist das, was ich daraus mache. Und es ist nicht das, wie viel ich davon habe oder du davon hast, sondern es ist das, was ich aus Geld mache. Und du hast die Wahl, das Geld zu dem zu machen, was du möchtest.
Und klar braucht es Mut, aber immer mehr Menschen kapieren das. Immer mehr Menschen erlauben sich Geld, erlauben sich Reichtum, weil sie es verstanden haben, dass es nichts damit zu tun hat, ob du ein guter Mensch bist oder ein geldgieriger Mensch oder was weiß ich nicht was, wenn du Geld hast. Und wir sind da wirklich noch im Mittelalter mit diesen Vorstellungen in Bezug auf Geld und dass wir uns gegenseitig beschimpfen können mit einem Satz, dir geht's nur ums Geld. Dass wir uns gegenseitig mit so einem Satz verletzen können, das kann es doch wirklich nicht sein. So einen banalen Satz, ja. Und jeder Mensch, der das für sich in Ordnung kriegt, dass es so göttlich ist, Geld zu haben und dass es daran nichts Falsches gibt, der trägt zu diesem wunderbaren Wandel bei, vor dem wir gerade stehen, wo sich die Dinge in die Wahrheit transformieren, in die göttliche Wahrheit, in die einzige Wahrheit, in alles, das eins ist, und zwar perfekt, wunderbar und göttlich. Und halt Geld auch. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.